Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier bei Herrn Bier daheim. Hans-Peter Bier ist 52 Jahre alt, er sucht eine Frau und er ist offensichtlich Pantomime. Nun auch nicht. Wie schau ich aus wie ein Imker? Klar bin ich ein Pantomime, soll ich die Wand machen? Und jetzt zu unserer Frau. Ja, na, was soll ich suchen? Ein Oktopus? Ja, klar suche ich eine Frau. Also, ich war 14 Mal verheiratet. Aber ich sage Ihnen eins. Es war jedes Mal die große Liebe. Ja, aber die richtige war halt noch nicht dabei. Ja, das heißt, Herr Bier, Sie kommen gut an in der Damenwelt. Ja, jetzt kann man sagen, was, warum? Was, warum ich so gut ankomme? Wegen Pantomimenschmänner, schau dir das an. Das wirkt ja irre, oder? Das weiß ich. Ich schau schon so, die Handschuhe. Oh, ne? Wie das wirkt, das ist ja toll, das ist ja Magie. Und was, wenn ich anfange mit der Mimik, dann dran durch die Weiber. Sollen wir was machen? Ja, gern. Ja, was? Ja, weiß nicht, was können Sie denn? Ja, alles! Ja, dann machen Sie was. Ja, was? Ich weiß nicht, was können Sie denn am besten? Ja, Sie müssen ein Gefühl sagen und ich werde es dann mimisch darstellen. Angst! Gott, Wahnsinn. Sollen wir noch was machen? Ja, bitte. Ja, was? Ich weiß nicht, was denn? Ja, was? Ja, Freude! Ja, es ist Ihre, oder? Warum? Ja, der schaut aus schwerer. Sie haben einen Künstlernamen. Ja, richtig. Der Künstlername ist Monsieur Olala. Ist ein sehr französischer, angelehnter Name. International bekannter Name. War recht berühmt gewesen. In Frankreich, in Paris habe ich gelernt. Wissen Sie, was meine Spezialität war früher? Menschliche Statue. Kennen Sie menschliche Statue? Sie kennen die menschliche Statue nicht. Das ist meine Spezialität. Soll ich zeigen? Ja. Da dran durch. Das ist der absolute Überhammer. Bitte, schauen Sie. Menschliche Statue ist so. Zuerst geht man ganz normal und auf einmal. Ja gut, jetzt wackelt die Matratzen so. Ne, aber normalerweise stehe ich ganz still. Das ist nämlich der Trick. Ja? Abruptes Stillhalten. Pass mal auf. Na gut, jetzt geht's nicht am Bett. Aber Sie können es sich vorstellen. Ist das was? Jahrelanges Training, so gerne. Dazu machst du. So, und was für Frau suchen Sie denn? Naja, ich suche eine klassische Übergangsfrau, also nichts Bestimmtes. Ich habe kein großes Interesse an ihr. Weder sexuell noch pantomimisch, sag's ehrlich. Und was interessiert Sie im Leben? Das Einzige, was mich überhaupt noch interessiert, ist Alkohol, sauf sehr gern, und eben die Pantomime. Das sollte man vielleicht dazu sagen, dass die Frau auch eine starke Trinkerin sein sollte, weil sonst geht's es nicht aus. Wie? Na gut, dann drücken wir mal die Daumen, dass sich eine Frau findet für Sie. Ja, schau mal, soll ich noch was machen? Eine Pantomime? Ja, was für eine? Ja, weiß nicht. Ja, was soll ich machen? Ja, machen's. Machen's sexuelle Erregung. Ihre, oder? Ja, meine Damen, wenn Sie sich jetzt auch sexuell erregen haben lassen von Herrn Bier, dann melden Sie sich doch unter die menschliche Statue.